Liebe Geschwister, seid ihr gesund? Befindet ihr euch in einer gefährlichen Situation und wisst nicht, was ihr tun sollt? Vielleicht fühlst du dich unterdrückt von jemandem. Gibt es ein Problem, das dich zu zerstören scheint? Fürchte dich nicht, Gott gibt uns heute ein wunderschönes Versprechen. Er ist ein Gott, der uns rettet. Also, im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 10, sagt ein Mann Gottes: Gott, welcher uns von solchen Tode erlöst hat und noch täglich erlöst. Und wir hoffen auf ihn, er wurde und auch hinfort erlösen. Der Gläubige legt sein Vertrauen auf den Herrn. Er hat uns erlöst und noch täglich erlöst und er wird uns noch hinfort erlösen. Vertraut an den Herrn. Jesus Christus ist der Gott, der mächtig ist, euch zu erlösen. Schadrach, Meschach und Abednego waren sehr ehrgeizige Diener Gottes. Sie verweigerten, das goldene Bild des Königs anzubeten. Sie bestanden darauf, dass sie nur den wahrhaftigen Gott anbeten. Der König wurde zornig und sagte: Dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Sie sagten: Unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten. Gott hat sie dann erlöst. Sie brannten nicht im Ofen, sie kamen lebend heraus. Gott hat sie wahrhaftig erlöst. Hat er nicht damals die drei erlöst? Ich kenne sehr viele wunderbare Kinder und Geschwister, die in Nordindien missionieren. Einige Brüder und Schwestern erzählten mir von einem Vorfall, der sich damals ereignet hatte. Als sie als Familie das Evangelium verkünden wollten, mussten sie einen Fluss überqueren. Normalerweise gab es nur knietiefes Wasser. Manchmal, wenn es regnet, wird der Fluss überflutet mit dem vielen Wasser. An dem bestimmten Tag floss sehr viel Wasser im Fluss. Sie wunderten, wie sie den Fluss überqueren sollten. Zu der Zeit kam ein Mann in einer Ochsenkarre vorbei. Er sagte: Ich werde euch auf die andere Seite des Ufers mit meiner Ochsenkarre befördern. Sie dankten den Herrn, dass er eine Ochsenkarre für sie vorbereitet hatte, stiegen sie in die Karre hinein. Als die Karre in der Mitte des Flusses fuhr, erhöhte sich der Wasserpegel. Als das Wasser in den Fluss stieg, war die Karre fast am Schweben. Die Ochsen fingen an zu schwimmen. Die Karre wurde in der Richtung des Wassersturms hingezogen. Es war kurz davor umzukippen. Das Leben war in Gefahr. Die Missionare, die Brüder und die Schwester in der Karre riefen: Jesus, bitte rette uns. Plötzlich sprangen zwei junge Menschen in den Fluss und schwammen auf die Karre zu. Sie schoben die Karre und brachten sie zum anderen Ufer. Sie waren sicher im trockenen Land. Als sie aus der Karre ausstiegen, sich bei den Jugendlichen zu bedanken, waren sie nirgendwo. Sie waren spurlos verschwunden. Sie wussten nicht, wer diese Jugendlichen waren, wann sie gekommen sind, um die zu retten und wieder verschwunden sind. Erst dann war es ihnen bewusst, dass der Herr seine Engel gesandt und sie aus der Gefahr gerettet hatte. Der Herr, dich heute erlöst, werde uns auch hinfort erlösen. Auch in deinem Leben wird der Herr ein übernatürliches Wunder wirken, um dich aus der misslichen Lage zu retten. Glaubst du daran? Wollen wir nun mit diesem Glauben beten? Jesus, du bist der Vater, der uns erlöst. Du hast uns schon in der Vergangenheit erlöst und erlöst uns auch jetzt. Du bist bereit, uns auch in der Zukunft zu erlösen. Wir glauben daran. Errette uns heute aus dieser misslichen Lage. Wirke ein Wunder, mit dem du uns befreist und glücklich machst. Im Namen Jesus Christus beten wir, lieber Vater. Amen. Amen.